Liebe Nahe und Ferne, weltweite und digitale Weihnachtsgemeinde. Seit Monaten ringen wir um Fassung, weil viel Vertrautes verloren ging. Der Verlust unserer alten Gewohnheiten fühlt sich wie ein kollektiver Trauerfall an. Die Seelsorge kennt 5 Trauerphasen. Es beginnt mit Fassungslosigkeit und allerlei Versuchen, das Geschehene nicht wahrhaben zu wollen. Darauf folgt die Wut, unser Widerstand gegen die Realität des Todes. In der dritten Phase stellt sich langsam die Realisierung des Geschehenen und deren Akzeptanz ein. Wir fangen an, die Welt neu zu sehen. Irgendwann, man sagt, nach einem Trauerjahr entwickeln Hinterbliebene neue Perspektiven für ihr Leben. Betrachten wir die sogenannten Querdenker, ihr provokativ sorgloses Verhalten, sieht das nach Phase 1 und 2 aus. Dem Nicht-Wahrhaben-Wollen der Realität, die Inszenierung als Wutbürger mit egomanischem Widerstandspathos. Wer hier stecken bleibt, schadet sich und auf Dauer auch andere. So strittig die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung sind, ignorieren lässt sich dieser Virus nicht. Er ist zudem ein Warnsignal, unsere bisherige Lebensweise zu ändern. Unser klimaungerechter Lebensstil, ungerechtes Wirtschaften, unser selbstbezogenes Verhalten zwingen zur Umkehr. Die Entschleunigungserfahrungen in diesem Jahr sind eine Chance, innezuhalten, nachzudenken, neue Prioritäten zu setzen. Diese Krise hat andere Krisen offenbar gemacht. Deshalb haben wir uns zu verständigen, wie wir zukünftig zusammenleben wollen, in einer fragilen Demokratie, in einer multireligiös und multikulturell angespannten Weltlage. Wir haben uns zu verständigen, was jeder und jede für das eigene und gemeinsame Immunsystem tun kann. Da der Mensch nicht vom Brot allein lebt, haben wir uns zu verständigen, welche Rolle die Kultur in unserer Gesellschaft spielen soll. Die scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber dem Lockdown des gesamten Kulturlebens im Land der Dichter und Denkerinnen muss beunruhigen. Kirche und Kultur sollten uns mehr wert sein als die milliardenschwere Rettung von Lufthansa und TUI. So lasst uns diesen heiligen Abend im Herzen eng miteinander verbunden, vielleicht so bewusst feiern wie nie zuvor. Im Namen Gottes, des Schöpfers allen Lebens, im Namen seines Sohnes, der in einer Krippe Mensch wurde, und im Namen des heiligen, heilvollen Geistes, der Himmel und Erde, Lebende und Tote, mit all denen verbindet, die uns in dieser Nacht fehlen. Amen.
Das Evangelium für den heutigen Abend steht bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Als Predigttext hören wir die Worte des Apostels Paulus aus dem Philipperbrief, hier in der Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache. Über göttliche Gestalt verfügend hielt Christus die Gottgleichheit doch nicht wie ein glückliches Los fest, sondern entäußerte sich selbst aller Vorrechte und nahm die Gestalt eines versklavten Menschen an, wurde den Menschen gleich und seine ganze Erscheinung zeigte, er war ein Mensch wie du und ich. Er erniedrigte sich selbst und war dem Auftrag Gottes gehorsam bis zum Tode, dem Sklaventod am Kreuz. Darum hat Gott den Erniedrigten erhöht und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen erhaben ist, damit im Namen Jesu sich alle Knie beugen sollen, im Himmel und auf Erden und unter der Erde, und jede Zunge bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, unserer Mutter und unseres Vaters. Amen. Liebe Christvespergemeinde, letztes Jahr fanden einige in unserer Christvesper keinen Platz mehr in der Herberge. Es war hier alles voll, die Menschen saßen auf den Treppen, der Gemeindesaal reichte nicht mehr, auch das Kulturcafé Selig nicht. Und heute haben wir nicht einmal die Tür auf für die Feier der Christvesper. Eine anfechtbare Vorgehensweise, wie vieles in dieser Zeit. Ich halte sie trotzdem für vernünftig und vertretbar. Wir leben in verrückten Zeiten. Das Normalste von der Welt steht unter Verdacht. O du Fröhliche singen, zu gefährlich. Eine herzliche Umarmung, Hände schütteln, Bützen im Karneval, alles verboten. Vieles geht den Bach runter und die Zahlen der Vereinsamten, Verängstigten, Ruinierten und Berührungssehnsüchtigen steigen weiter. Frohe Weihnachten kommt mir da nicht so recht über die Lippen. Auch die Stadtluft macht nicht mehr frei. Das Gedränge
in der Innenstadt könnte zum Infektionsrisiko werden. Aerosole könnten in jedem Winkel lauern. Das Leben ist ein einziger Konjunktiv. Was könnte nicht alles passieren? Wer noch nicht an Verfolgungswahn litt, könnte ihn spätestens jetzt bekommen. Hinter jeder Ecke, in jedem Büro, in Bussen und Bahnen könnte der Tod lauern. Welch unbekömmliche Vorstellung, in einer die Endlichkeit allen Lebens verdrängenden Gesellschaft. Und das Schlimmste in dieser Zeit sind unsere Ängste. In dunkelsten Farben malen sie uns vor Augen, was alles passieren könnte. Dieser Dauerzustand der Sorge hat viele in diesem Jahr müde und mürbe gemacht. Wissen Sie noch, wie sich das Leben vor Corona anfühlte? Es heißt, ein Mensch braucht an einem Tag 4 Umarmungen, um zu überleben, 8 zum Leben und 12 zum Wachsen. Und wussten Sie, dass uns als erster Sinn der Tast- und Berührungssinn geschenkt wurde? Schon ab der 7. Woche können Embryos im Leib der Mutter Berührungen empfinden. Und gerät die Mutter in Stress, lindert der Embryo die mitempfundene Unruhe mit Selbstberührungen. Durchschnittlich 400 bis 800 Mal berühren wir uns täglich selbst, vor allem im Gesicht, aus virologischer Sicht fatal. Jedes Sich-Berühren dient vor allem der Selbstvergewisserung. Alle anderen Sinne können uns täuschen oder getäuscht werden. Doch werde ich berührt, darf ich mir sicher sein, weil ich berührbar bin, bin ich. Und wer mich berührt, gibt mir zu spüren, nicht allein auf Erden zu sein. Unser Körper ist mit 700 bis 900 Millionen tastsensiblen Nervenzellen ausgestattet. Einige können über Tage hinweg zärtliche Liebkosungen nachempfinden, nachklingen lassen. Wer hätte das gedacht? Corona hat im beruflichen Bereich Berührungen um 78% und im privaten um 40% reduziert. Dabei sind reale Berührungen wichtiger als alle digitalen Surrogate. Und wer sich berühren lässt, beruhigt sich auch schneller. Man denke nur an das schreiende Kind im Arm der Mutter, wie es wieder zur Ruhe findet. Berührungen enthalten eine tröstliche Botschaft. Ich werde berührt, weil ich so bin, wie ich bin. Um berührt zu werden, muss ich normalerweise nichts leisten. Ein Kind an der Brust seiner Mutter darf einfach so sein, wie es ist. Anlehnungsbedürftig, hilflos, wehrlos, hungrig und durstig. Berührungen vermögen zu trösten, besonders wenn jemand verstorben ist. Wie schrecklich war es in diesem Sommer auf der Beerdigung meiner Mutter, als wir uns alle nicht einmal trauten, einander in die Arme zu schließen, aus Sorge, wir würden einen Superspreader-Event, wie das Neudeutsch heißt, veranstalten. Dabei ist doch der Sabbat für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat da. Warum gilt das nicht auch beim Impfschutzgesetz? Schrecklich war es, wo Menschen isoliert verstarben, ohne ihnen die Hand halten zu können.
Schrecklich ist es, wo der Pandemieschutz mehr wert sein soll als eine menschenwürdige Sterbebegleitung. Spätestens hier hätten wir uns als Kirche mehr querstellen müssen. Und hier gibt es, mit den Worten unseres Gesundheitsministers formuliert, am meisten zu verzeihen. Gerade wenn es uns die Sprache verschlägt, ist unsere Körpersprache wichtiger als Worte. Wie gut, dass in dieser heiligen Nacht Gott bis an seine äußersten Grenzen ging, er uns im Dunkel der Welt nicht alleine sitzen ließ, sondern das Kontaktverbot zwischen Gott und Mensch aufhob. In einem Kind in der Krippe kam Gott unserer Welt mit Haut und Haar nahe. Der Unsichtbare pfiff in dieser Nacht auf alle Abstandsgebote. In einem Kind in der Krippe zeigt sich Gott berührbar. In Christus am Kreuz zeigt sich Gott tödlich verwundbar. In Bethlehem nimmt das Kind in der Krippe die Vulnerabilität des Menschen an und trägt diese für uns bis ans Kreuz. Das Wunder der Weihnacht liegt darin, dass wir es mit einem berührbaren Gott zu tun bekommen. Mich berührt diese Botschaft in diesen distanzierten Zeiten sehr, in der wir einander zu Unberührbaren geworden sind. Gottes Liebe wurde zart wie ein Babypopo. Was für ein Wunder! KennerInnen des Neuen Testaments gehen davon aus, dass der sogenannte Philipperhymnus des Apostels Paulus, der den roten Faden dieser Christvesper bildet, ein Lied war, welches in Gottesdiensten gesprochen, zitiert oder gesungen wurde. Damals durfte man singen. Für mich ist das der größte Schmerz in dieser Zeit, nicht gemeinsam mit der Gemeinde singen zu dürfen. Die Pointe des Philipperbriefes lautet: Der Weg des göttlichen Kindes führte hinein in die Tiefe der menschlichen Existenz und mit seiner Auferstehung zurück in Gottes Reich. Und diesen Weg sollen wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu nachfolgen. In dieser Nacht nahm sich Gott die Welt zur Brust, wie Maria ihr Kind. Für Paulus erwächst aus dem Vorbild Christi eine vorbildliche Gemeinschaft. Da stimmt der Spirit, solange Jesu Geist in jeder Zelle, in jedem Gemeindeglied lebendig ist. Doch auch schon damals war nicht alles Gold, was glänzte. Spätestens seit Corona merken wir, auch in Kirche und Gesellschaft ist der Lack ab.
Diese Krise offenbart viele Sollbruchstellen und Belastungsgrenzen. Wir sind fragiler, vulnerabler, dünnhäutiger geworden und haben anderes, Wesentliches, zum Himmel schreiendes aus dem Blick verloren. Von Medien und Social Medias geblendet, richten wir unsere Blicke einseitig auf den Schwelbrand der Pandemie und blenden andere Brandherde fahrlässig aus, nicht nur die Klima- und Flüchtlingskrise. Nerven liegen blank, Eskalationsspiralen schrauben sich trotz Entschleunigung beschleunigt höher. Tiefe Risse gehen mitten durch unsere Gesellschaft, durch Familien- und Freundeskreise, Kirchengemeinden und Sportvereine, Elternräte und Parlamente. Und je verrückter es zugeht, umso mehr brauchen wir Vorbilder, Leitplanken, Koordinatensysteme, die uns Wege in eine sinnvolle Richtung weisen, die vor allem unsere Ängste beruhigen, indem diese sich der Realität anpassen und sich rückbinden an eine Welt, die Gott gnädig in Händen hält. Wörtlich übersetzt bedeutet religio, sich rückbinden. Noch nie war religiöse Rückbindung so notwendig wie heute. Wie bei der Sturmstellung der Jünger auf tosender See lautet die Frage, woran mache ich mich fest, wenn der Wind aufzieht? An welches rettende Ufer fliehe ich, wenn der Boden wankt, kein Land in Sicht ist, die Ratten schon das sinkende Schiff verlassen haben? Wie tief geht mein Wurzelwerk, wenn mein Lebensbaum wankt? Und wann sollte ich gegen den Strom schwimmen, um zu meiner Quelle zu gelangen? Die Gretchenfrage, nicht die Greta-Frage dieser Nacht lautet: Will ich mich an einen Gott festmachen, der sich in dieser Nacht entäußerte, bis ans Äußerste ging, um uns nahe zu sein, so wie wir sind? Paulus fragt in unserem Brief seine Gemeinde an, ob ihre Grundhaltung den Ansprüchen entspricht, in die sie durch die Taufe hineingestellt worden sind. Für Jesus stand fest: Wer ihm nachfolgt, für den ist oben unten und unten oben. Für den werden Letzte Erste und Erste Letzte sein, weil bei Gott hoch geschätzt wird, was die Welt gering achtet. In einer Zeit der Berührungs- und Kontaktverbote braucht es Vorbilder für ein menschliches Miteinander. Wir konnten in diesem Jahr vieles lesen über das Virus, seine Entstehungsgeschichte, gesundheitliche Wirkungen und gesellschaftliche Nebenwirkungen. Ein Text der früheren PEDA-Schülerin, Schriftstellerin
und Juristin Julie C. in der Wochenzeitung Die Zeit ragte für mich aus dem Meer der diesjährigen Meinungen heraus. C. stellt darin fest, dass gegenwärtig unterschiedlichste Fundamentalängste miteinander konkurrieren. Da ist die Angst vor einem Virus, der Krankheit und Tod bringt, Gesundheitssysteme überfordern können. Da ist die Angst vor dem ökonomischen Existenzverlust und volkswirtschaftlichen Ruin. Da ist die Angst vor der Virusbekämpfung, der Abschaffung der Demokratie, gar einer Corona-Diktatur. Und C. nimmt wahr, wir streiten nicht nur darüber, was vernünftigerweise zu tun ist, sondern welche Ängste berechtigter sind. Doch dieser Streit, so Julie C., kann niemals entschieden werden. Und sie befürchtet, wenn wir diesen Streit nicht einstellen, werden wir weiter einander Verletzungen zufügen, die vielleicht nie mehr geheilt werden können. Deshalb lautet ihr Plädoyer, ich zitiere sie: Wir haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein wertvolles Geschenk erhalten. Eine Gesellschaft, in der wir angstfrei miteinander leben und reden können. Lasst uns die Gesundheit dieser Gesellschaft schützen, indem wir den AHA-Bestimmungen 3 SOS-Regeln zur Seite stellen. S für Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten. O für Offenheit für abweichende Positionen. S für Sorgfalt beim Formulieren der eigenen Ansichten. Unsere Chance, gut durch diese Krise zu kommen, werden rapide steigen. Noch einmal, S steht für Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten. O steht für Offenheit für andere Meinungen. Und S steht für Sorgfalt beim Formulieren eigener Ansichten. Das passt zu den Empfehlungen des Philipperbriefes und zu dieser heiligen Nacht, in der Gott mit seinem Sohn SOS funkte. Liebe Gemeinde, wären Sie jetzt anwesend, würde ich mit Ihnen zum Schluss dieser Predigt Worte des Philipperbriefes im Wechsel sprechen. Stellvertretend tut dies heute mein persönlicher Held dieser Corona-Zeit, der in diesem Jahr alle digitalen Aufzeichnungen zusammen mit Rainer Steinbrecher in unserer Kirche möglich gemacht hat. Sven Maurermann. Lasst uns im Wechsel lauschen. Paulus schreibt: Ich freue mich, wenn ihr einander in der Christusgemeinschaft euch mit gutem Rat unterstützt, wenn liebevoller Zuspruch seinen Platz hat. Wenn ihr eine geistgewirkte Gemeinschaft seid, wenn Liebe und Erbarmen regieren. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr ganz einig seid, dieselbe Liebe füreinander empfindet. Unzertrennlich und auf ein und dasselbe bedacht seid. Tut nichts aus Eigennutz oder hohlem Geltungsstreben. Sondern nehmt euch selbst zurück und achtet die anderen höher als euch selbst, indem ihr nicht auf das seht, was euch selbst nutzt, sondern auf die Interessen der anderen. Euer Verhältnis zueinander soll der Gemeinschaft mit Jesus Christus entsprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,
Bewahre in dieser heiligen Nacht unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Anstatt Fürbitten möchte ich Gedanken des Benediktinermönches Steindl Rast Gott in die Ohren legen und uns ins Herz. In der heutigen Zeit sollten wir uns bewusst sein, dass wir mit Weihnachten etwas feiern, was Menschen seit Jahrtausenden gefeiert haben, nämlich die Hoffnung auf ein Kind, das eine neue Weltordnung bringt. Wer heute nicht Angst hat, muss blind sein. Unsere Zivilisation ist an ihr Ende geraten. Die Welt steckt in Sackgassen fest und ist in die Enge getrieben. Die Furcht ist der Anfang von allem, was in unserer Gesellschaft und im Privatleben schiefläuft. Auch die Machtpyramide der Gesellschaft entspringt der Furcht. Man will uns Furcht machen, denn wer sich fürchtet, lässt sich leicht manipulieren. Ganz im Gegensatz dazu steht die weihnachtliche Botschaft der Engel: Fürchtet euch nicht. Mit Mut und Vertrauen können wir auf schwierige Situationen reagieren. Dazu seien Vertrauensvorschuss, Verzicht auf Verdächtigungen, eine Gesprächs- und Friedensbereitschaft nötig. Wir können mit Lebensvertrauen jede Angst, jede Enge, jede Krise überstehen. Feiern wir die Geburt Christi, indem wir uns mit allen Menschen verbinden und versöhnen, damit es gelingt, in einer unmenschlichen Gesellschaft ein echtes Menschsein zu verwirklichen.
So lasst uns beten, das Gebet, das uns das Kind in der Krippe als erwachsener Mann gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Christ-Vesper-Gemeinde, in der Pauluskirche ist es oft üblich, dass man, wenn man sich freut und dankbar ist, auch applaudiert. Und wären Sie jetzt alle hier, würde ich, glaube ich, mit Ihnen doch zusammen applaudieren. Ich möchte Volker Kriegsmann danken vom Beethoven-Orchester und unserer Kirchenmusikerin Angelika Buch, die uns hier so wunderbar musikalisch, fast mystisch verzaubert haben. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Jule Eckert danken, die an der Krippe stand und weihnachtliche Lieblingslieder gesungen hat. Danke, Jule Eckert. Und ich möchte unserer Schola danken, unter Leitung von Angelika Buch. Schön, dass ihr die Gemeinde wart. Ich habe schon erwähnt, dass Rainer Steinbrecher und Sven Maurermann hier wirklich seit März Höchstleistungen vollbringen, damit wir mit ihnen in Verbindung bleiben. Und in diesen Tagen und Nächten ist Konstantin Bockham dazugestoßen, der uns diesen wunderbaren Ton kreiert, vom Team Event-Tiger, auch Konstantin Bockham, und euch beiden, Rainer Steinbrecher und Sven Maurermann, danke, danke, danke für all eure Mühen. Diese pandemischen Zeiten haben auch den Nachteil, dass wir keine Kollekte sammeln können. Wir haben manchmal rekordverdächtige Kollekten für Brot für die Welt in dieser Weihnachtszeit gesammelt. Ich bitte Sie von Herzen, nutzen Sie die Gelegenheit, die wir auch im Abspann anbieten, Ihre Kollekte für Brot für die Welt zu überweisen. Ich möchte Sie auch hinweisen, wir sind bemüht gewesen, zumindest in alle Haushalte des Paulusbezirkes Informationen zu tragen, wie wir in dieser Lockdown-Zeit auch offene Kirche vorhalten und welche digitalen Angebote wir in diesen Tagen und Nächten aufzeichnen, damit wir in einer sehr schönen und bunten Weise Weihnachten feiern. Ich will Sie aufmerksam machen, Sie können abrufen eine faszinierende Familienvesper. Sie können abrufen eine Jazz-Christnacht. Sie können abrufen eine musikalische Weihnachtsreise, Feliz Navidad. Und Sie können abrufen einen Gottesdienst, der so etwas wie ein Jahreslosungsrückblick-Gottesdienst war, vielleicht zum Jahreswechsel. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und uns ein besseres, friedliches, gesundes neues Jahr. Thank you.
Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie die Gelegenheit zu Hause nutzen konnten, bei all diesen Liedern coronagerecht mitzusingen. Lasst uns um den Segen Gottes in dieser Zeit bitten. Unser himmlischer Vater, der mit Haut und Haar dich angenommen hat, lass es sein Licht leuchten über dir und erhelle die Dunkelkammern deiner Sorgen. Der Schöpfer aller Geschöpfe, lasse sein Angesicht erstrahlen über dich und alle, die dir fremd geworden sind. Gottes Geistkraft sei deinen Schwachstellen gnädig. Sie machen dich berührbar. Sie machen dich einzigartig. Sie machen dich schön. Der Erhabene erhebe sein Angesicht über euch. Demütig beugt eure Knie, achtet das Krippenkind höher als die eigenen Interessen. Der Geist des Gegenwärtige entzünde sein Feuer in deinem ausgebrannten Herzen. Er schenke dir seinen Frieden, den Vereinsamten seine Erlösung, den Trauernden seinen Trost, den Verbitterten seine Güte. Er gewähre dir die Ruhe dieser heiligen Nacht in unruhiger Zeit. Und so segne und behüte uns an diesem heiligen Abend der gnädige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.